Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Fotografieren im manuellen Modus und wie du im manuellen Modus an deiner Spiegelreflexkamera immer sofort die richtige Belichtung findest. Wenn du mit deiner Spiegelreflexkamera, wie zum Beispiel ich hier mit meiner Canon EOS 700D, vom Automatikmodus in den manuellen Modus wechselst, dann hast du natürlich mehr Eingriffsmöglichkeiten, mehr gestalterische Freiheit, um dein Foto vernünftig aufzunehmen. Aber ihr werdet natürlich auch schnell feststellen, dass es schwierig ist, hier die richtige Belichtung zu finden. Denn wenn ich oben durch meinen Sucher schaue und ich fokussiere etwas an, dann sieht das Bild natürlich immer perfekt aus. Aber wenn ich jetzt ein Foto mache mit Einstellungen, von denen ich denke, dass sie vielleicht für die Situation korrekt sind, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich bin im Wald, ich habe ein bisschen unterschiedliche Lichtsituationen. Es ist mal ein bisschen heller und ein bisschen dunkler und es ist aber grundlegend ziemlich hell. Das heißt, manuelle Einstellung habe ich jetzt einfach mal ein ISO 100 gewählt, denn es ist ja Tag, es ist hell. Dann habe ich eine Blende 4 genommen, denn ich möchte ein kleines bisschen Tiefenunschärfe haben. Das heißt, der Hintergrund soll unscharf sein auf meinem Foto. Und, habe ich ja mal gehört, eine 125. Verschlusszeit ist gut, müsste also passen. Das heißt, meine Kameraeinstellung, Verschlusszeit, 125. Sekunde, eine Blende 4 und ein ISO 100. Wenn ich jetzt durch meinen Sucher schaue, dann sieht das Ganze natürlich top aus. Denn ich bekomme ja nicht das fertige Bild im Sucher angezeigt, sondern lediglich die Spiegelung, also die Weiterleitung meines Fotos aus dem Objektiv über den Spiegel in meinen Sucher. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mache, gehe ich von aus, Mensch, tolles Foto. Jetzt mache ich mein Foto. Wenn wir uns das Foto jetzt ansehen, dann ist das Foto natürlich unterbelichtet. Es ist zu dunkel. Durch den Sucher, wenn ihr durchschaut, werdet ihr diese Unterbelichtung natürlich nicht sehen. Also ihr könnt mit dem optischen Sucher weder feststellen, ob euer Foto, das ihr machen werdet, zu hell oder zu dunkel habt, denn es ist ein optischer Sucher. Das heißt, ihr seht dort nicht die Veränderungen, die ihr an eurer Kamera vornehmt. Das Ganze sieht man zum Beispiel, wenn man eine spiegellose Kamera hat, wie zum Beispiel die Canon EOS R oder RP. Dort habt ihr hier oben keinen optischen Sucher, sondern ihr habt einen kleinen Monitor hier oben drin. Das heißt, an dem Monitor könnt ihr zum Beispiel eine Belichtungssimulation einstellen und dann seht ihr auf dem Monitor schon oben quasi euer fertiges Foto. Das funktioniert hier bei einer Spiegelreflexkamera wie der EOS 700D leider natürlich nicht. Was kann man jetzt machen, um unser Foto schon beim ersten Mal optimal belichtet zu haben? Man kann jetzt natürlich, Nummer 1, ihr versucht so lange irgendwelche Einstellungen zu ändern, wie zum Beispiel Blende oder Verschlusszeit, bis ihr die optimale Belichtung habt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache und es gibt auch einen wesentlich einfacheren Weg. Denn wir haben ein kleines Hilfsmittel hier an der Spiegelreflexkamera. Und zwar ist das die Belichtungsanzeige. Wenn wir aus dem Automatikmodus jetzt mal in den manuellen Modus wechseln, dann erhalten wir eine Belichtungsanzeige hinten auf dem Display. Und die ist jetzt nicht nur auf dem Display, sondern ist jetzt auch oben in meinem Sucher vorhanden. In Form einer kleinen Anzeige. Das heißt, wenn ich durch den Sucher oben schaue, dann habe ich nicht nur meine Verschlusszeit von der 125. und meine Blende 4 und ein ISO 100, sondern ich bekomme auch diese Belichtungsmessung eingeblendet, oben im Display. Und anhand dieser Belichtungsmessung kann ich schon feststellen, ob mein Foto unter- oder überbelichtet ist. Diese Displayanzeige minus 3 sagt mir, wenn der Bereich, quasi meine Markierung auf diesem Display, in den Minusbereich wandert, dann weiß ich, mein Foto ist unterbelichtet. Und wenn die Markierung, die ich gesetzt habe, durch das Anfokussieren in dem Plusbereich sitzt, zum Beispiel unter der 1, 2 oder plus 3, dann weiß ich, mein Foto ist überbelichtet. Das heißt, bei der Messung, das heißt, ihr fokussiert an, drückt mal euren Auslöser halb durch und dann bekommt ihr eine Markierung gesetzt. Und die sollte nach Möglichkeit unter der 0 stehen. Denn nur dann ist euer Foto optimal belichtet. Wenn wir uns mein Foto von eben nochmal anschauen und die Einstellung, in dem Fall eine 125. Sekunde Auslösezeit, eine Blende 4 und ein ISO 100, dann fokussiere ich jetzt mal hier mit halb Durchdrücken meines Auslösers mein Objekt nochmal an und dann sehe ich hier schon in meiner Belichtungsanzeige, dass die Markierung zwischen 1 und 2 steht. Das heißt, mein Foto in dem Fall, so wie ich jetzt meine Einstellung habe, ist unterbelichtet. Das Ganze machen wir nochmal, dann sehen wir ja das Ergebnis, was wir eben auch hatten. Mein Baum ist einfach zu dunkel. Wie gesagt, das gleiche Display, was ich hier habe, diese Belichtungsanzeige, habe ich auch oben in meinem optischen Sucher. Das heißt, ich muss jetzt für mein Foto, um es korrekt zu belichten, einfach, in meinem Fall ist es einfach, ich kann hier die Verschlusszeit ändern. Mein Baum bleibt weiter stehen, das heißt, ich habe nichts, was sich schnell bewegt. In dem Fall ist hier das günstigste, einfach die Verschlusszeit zu ändern. Das machen wir jetzt mal.
Und zwar drücke ich jetzt hier mal halb durch meinen Auslöser und ändere jetzt meine Verschlusszeit. Und dann seht ihr schon, dann wandert diese kleine Markierung weiter in den Bereich 0. Das heißt, ich müsste jetzt hier in meinem Fall eine 50. Sekunde wählen als Auslösezeit, um mein Foto korrekt zu belichten. Denn Markierung steht jetzt hier bei mir auf der 0. Das Ganze machen wir jetzt mal, machen noch ein Foto und dann sehen wir, dann haben wir jetzt hier die korrekte Belichtung. Das Gleiche verändert sich natürlich auch in die andere Seite. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter runtergehen mit der Belichtung eine 30., eine 25., dann seht ihr, dann haben wir jetzt hier einen Wert, die Markierung steht unter plus 1. Das heißt, unser Foto ist überbelichtet. Auch hier machen wir mal ein Foto, um das Ganze zu demonstrieren. Und dann seht ihr, das Foto ist in dem Fall zu hell. Das heißt, der Hintergrund ist schon wieder teilweise ausgebrannt. Die optimale Belichtung wäre also in dem Fall, falsche Richtung, gehen wir nochmal zurück, eine 50. Sekunde. Das Ganze können wir natürlich auch noch anders ändern, indem wir zum Beispiel die Blende oder den ISO verstellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel anstatt des Baumes ein Objekt, was sich schnell bewegt. Dann kommen wir natürlich mit einer 50. Sekunde nicht hin, sondern wir brauchen zum Beispiel, gehen wir mal mit unserem Wert auf eine 400. 400. Sekunde, da habe ich schon zum Beispiel spielende Kinder, kann man nicht damit schon gut fotografieren. Jetzt seht ihr, wenn wir den Auslöser durchdrücken, dann ist unser Wert hier, unsere Markierung auf minus 3. Das heißt, unser Foto, das können wir erstmal machen, wäre völlig unterbelichtet. Seht ihr? Das heißt, in dem Fall möchte ich ja meine Verschlusszeit nicht ändern, sondern ich muss hier die Blende ändern. Das machen wir jetzt mal. Und zwar habe ich die Möglichkeit, meine Blende hier weiter zu ändern. Schaue ich mal, 2,5, 2,2. Ich habe hier die maximale Offenblende, ist bei mir eine 1,8er. Und dann seht ihr schon, das heißt, mit der möglichst offenen Blende, die ich hier habe, erreiche ich aber immer noch keine optimale Belichtung. Das heißt, die letzte Möglichkeit, die ich jetzt hier natürlich habe, ist noch meinen ISO zu verändern. Das Ganze machen wir auch mal. Und zwar ändern wir jetzt mal den ISO auf ISO 200. Und dann seht ihr, dann haben wir jetzt eine leichte Überbelichtung. Das heißt, wir können jetzt mit der Blende wieder arbeiten und die Blende wieder verändern. Das heißt, wir müssen die Blende jetzt ein bisschen anpassen. Da gehen wir mal auf Blende 2,0 seht ihr, also Verschlusszeit 400, dann eine Blende 2 und ein ISO 200. Dann hätte ich jetzt hier meine korrekte Belichtung für ein sich schnell bewegendes Objekt. Auch hier können wir mal wieder ein Foto machen. Und ihr seht, das ist die gleiche korrekte Belichtung, die wir schon mit der sehr langen Verschlusszeit hatten. Ihr seht also mit diesem ganz einfachen Hilfsmittel der Belichtungsanzeige auf eurer Kamera, sowohl auf dem Display hinten als auch oben im optischen Sucher, könnt ihr bereits bevor ihr das Foto macht, im optischen Sucher sehen, ob euer Foto richtig belichtet oder falsch belichtet ist, ob es zu dunkel oder ob es zu hell ist. Und das erleichtert euch natürlich ungemein den Umgang bzw. den Wechsel vom Automatikmodus, wo ihr euch um solche Details natürlich nicht kümmern müsst, denn da macht die Kamera ja alles alleine, in den manuellen Modus, wo ihr aber wesentlich mehr Einfluss auf den Bildstil eures Fotos habt und auch nehmen könnt. Denn im Automatikmodus macht ihr ja eigentlich nur das, was die Kamera möchte und nicht die Kamera, was ihr möchtet. Das heißt also, wenn ihr bislang im Automatikmodus fotografiert habt, weil ihr genau das Problem mit der Belichtung hattet, wenn ihr zum Beispiel in den manuellen Modus geht, das heißt, ihr habt eure Einstellungen vorgenommen und dann war das Bild zu hell oder zu dunkel und ihr wusstet jetzt nicht so richtig, welche Einstellungen muss ich ändern, um eine perfekte Belichtung vorzunehmen bzw. ein perfekt belichtetes Bild zu haben, dann könnt ihr diese Belichtungsskala, diese Einstellung als Hilfsmittel nehmen. Und damit habt ihr eigentlich so gut wie immer 99% immer ein richtig belichtetes Foto. Vielleicht habt ihr jetzt eine Anregung bekommen und wechselt auch mal aus dem Automatikmodus in den manuellen Modus mit dieser Belichtungseinstellung, mit dieser Belichtungsskala. Dann lasst mir doch gerne mal zu euren ersten Ergebnissen einen Kommentar da. Sind eure Ergebnisse jetzt besser geworden im manuellen Modus? Und vor allem habt ihr gleich beim ersten oder vielleicht auch zweiten Foto gleich die richtige Belichtung hinbekommen im manuellen Modus? Ansonsten, wenn euch das Video wie immer gefallen hat, dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.